Dies ist jetzt mal ein Beitrag zu der Diskussion Level of Detail, also Fein- oder Vergröberung der Darstellung eines Objekts. Und da ist der erste Ansatz, wie kann man Alpha-Shapes mit FreeCAD machen. Alpha-Shapes ergeben sich einfach so, dass man von der Punktmenge ein konkaves Bild erzeugt mit gegebener Genauigkeit. Höchste Genauigkeit wäre die konvexe Hülle und am feinsten zerlegt wäre quasi der einzelne Punkt. Und wie sieht das jetzt hier aus? Das sind hier mal super Bilder im Internet. Wir haben die Punktmenge und irgendwie erkennen wir, dass es sich hier oben um irgendein Objekt handelt und hier unten ist auch noch eine Größe da. Und die konvexe Hülle wäre ungefähr so, das wäre also die gröbste Annäherung. Und wie kommt man jetzt genauer dazu? Man macht das so, man nimmt also dieses Objekt her und sagt, ich möchte dort eine konkave Hülle haben. Dann wird hier was ausgerechnet und dieses konkave Hülle-Objekt hat einen Parameter, dieser Alpha-Wert. Und wenn ich den Wert jetzt kleiner mache, dann wird einfach, bleibt hier weniger übrig. Und wenn ich das größer mache, in dem Fall werden größere Baugruppen gesucht, das heißt, das Level of Detail wird einfach kleiner, die Brocken werden dann größer. Das kann ich hier so ein bisschen aufdrehen. So kriege ich nach und nach zusammenhängende Objekte. Dann werden auch die miteinander verbunden. Hier haben wir den Effekt. 3D-mäßig würde quasi hier und hier jeweils ein Loch geschlossen werden. Und das kann man dann also hochtreiben. Und hätte dann immer den Vergleich zur konvexen Hülle, die sieht so aus. Nochmal ein anderes Beispiel. Ich habe dann hier nochmal eine andere Punktmenge mit der konvexen Hülle so. Und wir machen hier genau das gleiche. Wir nehmen hier eine konkave Hülle. Die sieht jetzt erstmal mit dem Stattwert 20 so aus und ich kann jetzt also hier auch hochgehen. Da merke ich, wie das jetzt hier zunimmt und immer mehr in Richtung konvexe Hülle geht. Wenn ich die konvexe Hülle nochmal abziehe, sehe ich jetzt hier mit etwas Fantasie zwei Teile und hier habe ich drei Teile, also eine feinere Darstellung und ich kann das runterbrechen und kann auch diese drei Teile dann zerlegen und in noch kleinere Einzelteile zerlegen. Viele kleine Splitter. Natürlich ist das jetzt hier einfach nur ein Testcase, dass ich sage, ich habe eine Punktmenge, aber die Idee wäre genauso für 3D-Modelle zu sorgen. Durch Verfeinerung oder Vergröberung kann ich eine Alpha-Hülle herstellen. Und die Algorithmen, die sind allgemein bekannt und die kann man auch in FreeCAD reinbringen.